Ja, Hallihallöchen und ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von Drachensang am Hühnchen der Zeit. Leute, ich bin wieder euer Hühnchen. Wir sind in der Bergenzwinge. Wir sind in der Zwergenbinge und machen den Rest, die restlichen Zwerge. Naja, restlichen Zwerge, wie wir... Wir werden wahrscheinlich immer wieder flüchten müssen, schätze ich mal. Und das sind auch Zwerge. Ich weiß nicht genau. Ja, wir machen gleich weiter. Und zwar werde ich den ersten hier einmal bedienen. Ja, wir sind in der Zwergenbinge und haben hier vor, dass wir eben die ganzen Zwergen von den... vom doofen Giertasche zerstören. Was? Das machen wir auch. Ja, das machen wir auch. Komm schon! Giertasches Zwerg. Was? Der liebe Vorkrim, der macht auch mit. Der wird ebenfalls mitmachen. Wir werden schauen, dass wir immer wieder, wenn es nötig ist, flüchten. Die schießen mit Armbrüste. Mit Armbrüste. Geht's um Armbrüste. Es geht um Armbrüste, Leute. Und die sind nicht ohne. Vorkrim. Das ist der Prinz Aram. Also der stürmt vor. So, was habe ich eigentlich da jetzt? Okay, der, wie viel kann ich zaubern? Ich kann auch einiges zaubern, Leute. Was? Feiris, du wirst ebenfalls noch weitermachen mit Zaubern. Aber du kannst, glaube ich, nur zweimal noch. Ja, ich muss aufpassen auf meine Leute. Ja? Feiris. Giertasches Zwerg. Da ist noch ein Zwerg, der macht der Vorkrim eh kaputt. Pfeile auf diesen Achtung. Zwerg hier. Ha! War ihr! Weiche! So, weiche. Nö, die sind hart. Die sind sehr hart. Joano einfach draufschmeißen hier. Ja. So, dann alle zusammen hier hin marschieren. Da ist das Steiger Grimnax. Ich brauche einen Einbeersaft. Auch die liebe Feiris nimmt sie jetzt einmal einen Einbeersaft. Und nachdem wir einen Einbeersaft genommen haben, werden wir einen Kugelblitz zu Steiner Grimnax machen. Ja, wir könnten ihm eigentlich auch... Was? ...Blitz dich finden. Ha! Ah, okay. Ja, der rennt wieder so... Renn nach vorne, du Vogel. Ja? Donnerkeil zu Grimnax. Achtung! Ich schicke im Moment diese die Nahkämpfer nicht nach vorne. Hol die Nexus! Bitte? Ja, ich komme gleich wieder. Leute, Moment, ich muss mal kurz schauen. Ja. Ja, es geht weiter. Weiter auf der Leiter, weiter auf der Leiter. Ich muss mal kurz schauen. Ja. Gut.
die Feiris muss auf jeden Fall, der zwei Knochenbrüche, die muss auf jeden Fall geheilt werden. Ai wa ia. Ja, von jeder Seite schießen sie. So, er ist einmal tot. Alle zurückziehen. Schauen wir mal. Also der Steiger Grimnax ist einmal tot. So, wir schauen einmal, dass wir da mal looten. 5 Silbertaler, Verbände haben wir da. Da haben wir einiges, Leute. Wir kriegen so viel Geld von denen. Arbalette, was ist das? Arbalette. Die Arbalette weist eine neuartige Mechanik auf. Ihre Sehne ist in die Waffe verlagert. Gespannt wird die Sehne durch eine Kurbel. Sie verschießt Kugeln. Aha, Fernkampfwaffe. Armbrust. 1W plus 5. Okay. Da können wir auf jeden Fall mal looten, was geht, ne? Ja, ehe wir weitermachen, looten wir kräftig. Wir lassen uns einmal aufheilen komplett. Ich werde die Fairies auf jeden Fall jetzt einmal verbinden. Meinen Kaffee wieder trinken ein bisschen. Ja, es ist schon eine kleine Herausforderung, ehrlich gesagt. Warum das so lange braucht und nichts macht, verstehe ich jetzt eher, ja, weil ich im Kampfmodus bin. Ja, da muss ich komplett zurück. Bin gespannt, ob die dann wieder gespawnt sind. Vorher ist mir irgendwie komisch, war irgendwas, nö, glaube ich gar nicht. Also jetzt gehen wir wieder hintere. Sollte normalerweise gleich das Kampfsymbol, ja, ist schon weg. Das Kampfsymbol weg sein, somit kann ich jetzt die Fairies heilen. Passt, machen wir gleich. So, und wir können sofort weitermachen. Wir werden aber trotzdem noch einmal speichern auf 17 einen neuen Speicherpunkt machen und gleich weiterkämpfen, nachdem wir unsere Leben wieder voll sind. Ja, da liegen sie alle da rein. Ach, super. So, dann schauen wir mal. So, ich muss hier mal zaubern. Dann die liebe Fairis wird ebenfalls zaubern. Wir haben keine hilfreiche Schlatze mehr am Start. Das ist bitter. Machen wir mal, probieren wir mal, ob die eh zaubern. Ich verstehe nicht, warum... Oh ja, jetzt geht das. So. Von hier hinten kommt auch... Da kommen auch noch welche. Barrikade. Hallo, Tobi. Barrikade vielleicht sprengen. Geht das? Jedes Mal verklicke ich mich hier. Ja, ich brauche schon wieder einen Einbeinsaft. Barrikade, wie kann ich denn die wegtun? Komm, mach doch was, Fairies. Ich möchte wissen, ob ich die Barrikade weggebracht lange. Nö, die Barrikade kann ich nicht zerstören. So, egal jetzt. Wir werden allesamt einmal dahin stürmen und den einmal machen. Gertas Zwerg, die stehen hier rundherum alle auf. Wahnsinn. Ja. So, Fairies. Achtung! Weiche!
Achtung! So, machen wir mal die Fernkämpfe, weil da können wir eh nicht durch. Ja, treffen tut der eh nicht. Noch nicht. Ja, der braucht... Warum brauche ich so lang zum Zaubern? So, jetzt sind wir da mal sicher. Ich verbrauche Einbeinsäfte. Ich verbrate die Einbeinsäfte. Unglaublich. Ja, wie kann ich hier durch? Ja. Einfach wahrscheinlich... einmal warten, bis ich geheilt bin. Dann werde ich hier Blitzfalle. Hä, ist das fertig? Ja. Ja, wir gehen einmal zurück hier. Warten wieder. Blitzfalle war das. Ich bin ja absichtlich reingelaufen, weil ich mal wissen wollte, ob wir das sprengen können. Ja, wir sind noch im Kampfmodus drin. Ist gar nicht so einfach. An die alle ranzukommen ist nicht einfach. So, es ist schon fertig. Also wir haben alle eigentlich noch überlebt, ganz gut. Bis auf dass es einmal die Feiris gestorben ist. So, ich kann Balsam Salabunde der Feiris geben, auf jeden Fall einmal. So, sie ist geheilt. Ich kann mir auch Balsam Salabunde geben. Einfach so, damit wir schneller weitermachen können, Leute. So, Leben aufgefüllt. Passt. Und wir können sofort weitermachen. Ja, wo es uns jetzt hin verschlägt. Ich weiß nicht, wie man darüber kommt. Ich kann das nicht. Ich kann ja wahrscheinlich mit Vorgrim das irgendwie stürmen. Blitzfalle. Ja, aber ich habe noch ein bisschen was abbekommen. Na? Vorgrim. Hm? Komm. Schnell, bevor ich wieder so viel abbekomme. Ja, Vorgrim ist durch. So. Ich brauche wieder einen Einbeinsaft. Ei. So, die Feiris stürmt hier mal vor. Dann schwenkt sich der Koano hier mal durch. Fahrt alles auf, was geht. Komm schon! Yeah! Komm, komm! Vorgrim, du machst ebenfalls mit. Bei Angriff spart! Gitterschzwerge. Angriff! So, ich bin wahrscheinlich gleich tot. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja, Einbeinsäfte. Ich verbrate hier alle Einbeinsäfte. Das gibt's ja wirklich nicht. Was? So. Du wirst hier rüberscheißen einmal. Rüberschießen. Ha! Sanyasa! Ha! Das sind sicher so extrem viele. Ja. So, Feiris geht noch. Alle zusammenfassen und hier durch. So, dann können wir weitermachen. Ja! Die zu erreichen ist gar nicht so einfach, Leute. Ja! Hoho! Was? Feiris. Weiche! Ha! Va'ia! Sanyasa! Na? Vorgrim. Bei Angriff spart! Und ich werde hierhin marschieren und gleich den machen. Ja. Auf jeden. So.
ist der Invert gestorben von mir? Nö. So, fertig. Vergib ihnen. Ja, das war's eigentlich schon, oder was? Sie waren wie von Sinnen. Die Gier hat ihre Herzen verdorben. Es beginnt alles wieder von vorne. Das Eisen entfaltet seine Wirkung. Aber vielleicht kommen wir noch nicht zu spät. Okay, schauen wir mal. Ja, erst looten wir mal alles da. Gut, looten wir mal alle ab. Aus, keine Ahnung. Alle, die noch nicht gelootet sind, looten wir mal. Ja, da kriegen wir eh einiges zusammen an Geld. Wie viel Geld haben wir eigentlich schon? 514 Dukaten, Leute. Cool. Geht aber noch mehr. Leute, es geht noch mehr. So, schauen wir mal. Da geht nix. Da haben wir wieder mit zum Looten. So, und da kommt jetzt einmal der... eine Kiste. Jawohl! Hä? Ah! Braucht länger. Da ist nichts drin. Das war ja top, ne? Wahnsinn. Unglaublich. Na komm! Da ist ja nie was drin. Da muss jetzt da was drin sein. Komm doch, ein Schatz. Nein, da ist nichts drin. Nichts. Gar nichts. Das finde ich nicht gut. So, kommt alle mit mir mit. Einfach nur so. Ne, der Freude halber. Ja, das sind alles nur so Schutztruhen. Für den Schutz. Dass sie sich dahinter verstecken haben können. Da war ich da eigentlich schon. Habe ich das schon ausgelootet damals? Oder war das unten? Ja, na, da war ich schon. Da auch, ne? Ja. Habe ich schon alles gelootet gehabt damals. So, da ist noch einer. Den looten wir auch noch aus. Ja, ich mach das jetzt nicht aufschlagen. Gehen wir wieder rundherum. Bis ich das offen habe, bin ich schon da. So, das heißt, wir gehen runter. Weiter unter der Zwergenbinge werden wir jetzt marschieren. Und ja, schauen wir, was uns da unten erwartet, ne, würde ich mal sagen. Ja, jetzt können wir aber speichern. So, dann gehen wir weiter mal. Weiter nach unten, nach unten. Heißt das sogar da, nach unten. Ja, okay. So, was ist da? Also, da sind wir. Gitterzwerg. So, wie viel sind da jetzt? Ah, da sind einmal zwei. Okay. Tyris, ja? Du machst den anderen. Lassen wir mal die Fernkämpfer. Fertig. So, wo ist denn da jemand? Wo ist da jemand? Hier drüben! Leute, rauf hier! Da drüben war noch jemand. Sag mal, wo kommen die alle her? Hä? Ja, da muss ich wieder so weit zurückmarschieren, bis endlich einmal das Kampfsymbol weg ist. Verstehe ich nicht ganz, Leute.
So. Gehen wir wieder runter. Naja, ich muss mich jetzt eh heilen lassen. Aber ich kann nachhelfen mit Balsam Salabunde. Wenn der Vorgrim geheilt ist, komplett. Und dann gehen wir weiter, würde ich sagen. Also nicht so viel Zeit verschwenden hier. Sag mal, wo sind denn die? Da unten. Als dürften sie uns nicht erwischen. Schätze ich einmal. Also ich lasse mich mal ein bisschen aufheilen, ehe es weitergeht. Ehe es unten ein bisschen weitergeht. So, welche Folge haben wir da jetzt eigentlich? 138. Sieht man fast gar nicht. Kann ich hier schon wegklicken, die Nummer. Der hat eine komische Farbe genommen. Zum Beschriften. So, dann werden wir weiter nach unten marschieren. Schneller! Das ist ein Wahnsinn. So, einen nach dem anderen machen ist am besten. Hier sind zum Beispiel zwei. Ei. Feiris, du wirst ebenfalls den machen. Ich kann sowieso nur die Fernkämpfer. Jetzt einmal ran. Ja, die machen nichts. Die machen nichts. Ja? Ja, ich werde hier wahrscheinlich jetzt drauf gehen. Ich kann nichts machen, die machen nichts. Warum machst du das nicht, Vorgrim? Ja. Leute, ja, Feiris, kannst du schon bitte was machen jetzt? Das sind drei. Ich glaube es ja nicht. Hol mir Nexus! Ja, Gesundheit schaut eh gut aus eigentlich. Der liegt schon. Ja, es ist ein bisschen ein Wirrwarr, ich weiß es. Ei. Achtung! Du schießt doch mal Pfeile drauf, du hast keine Astralenergie mehr. Ja, es trifft mich wieder. Ja, Wahnsinn, der macht mal was. So. Was? So, dann den da. Achtung! Du machst den hier und den hier. Ich kann die Nahkämpfer nicht machen. Die kommen hier dabei nicht durch. So, Vorgrim. So, du machst hier mal auf. Gut, dann werden wir mal... Ah, da ist was zum Looten. Nö, da ist was zum Looten. So, da ist einmal... Ist auch noch wer, aber der erwischt uns jetzt momentan nicht. So, Wohnkammer. Ah, das ist nur so eine Wohnkammer, okay. Gut, kann ich mich mal verstecken? So, da waren drei. Schlachtfähiger Toppel, wer bist du? Mit dem kann ich gar nicht reden, Leute.
So, liebe Leute, diese Folge ist um. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch einmal speichern. Mitten im Kampf, Leute, speichere ich. Und sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder in der nächsten Folge. Morgen oder übermorgen, je nachdem. Wir kämpfen dann das nächste Mal in der Zwergenbinge gegen die Zwerge weiter. Dreh mal hier auf Pause. Und sage Dankeschön, dass du auch hier wieder dabei warst. Und liebe Grüße an den lieben Honk und an den Herrn Kittenkurmler. Dann möchte ich nochmal loswerden. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Game over. Und